Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, den Thorsten. Es ist wieder mal eine traurige Folge, Leute. Denn vermutlich fehlt uns mal wieder nur ein Angriff. Wie oft passiert das hier bei diesen Herausforderern? Oder greift gerade einer an? Warte, ich guck rein. Ist das einer von uns? Ich kann es gar nicht glauben, der Maximus. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade eine Folge machen, Leute. Einer greift wieder nicht an und es fehlt uns dieser verdammte zweite Stern von dieser Base hier. Weil prozentual sind wir sowieso vorne oder hinten, keine Ahnung, aber sternemäßig können wir das eigentlich packen. Und Maximus ist eigentlich einer. Ich zeige euch meinen Dip gleich und lasst uns erst diesen hier gucken. Aber ich habe mich schon wieder so aufgeregt hier. Ihr seht, im Overlay ist der Livestream. Ich versuche das immer auszublenden, aber ich mache das auch nicht. Ist auch immer ein bisschen lame. Itsu macht das auch ganz gerne, aber Itsu hat halt auch in dem Bereich, wo ich den... Itsu ist immer unten und oben ist immer seine Sponsoren etc. Da ich keine habe und den Chat auch nicht nach oben bringen würde, müsste ich das jetzt ausblurren, damit man euren Text nicht sieht. Aber es gibt ja den sogenannten Nur-Emote-Chat. Den machen wir jetzt wieder an, dann können die Leute auch nichts tippen. Dann können sie nur ihre komischen Emojis machen und dissen hier nicht rum. Denn es gab heute Abend hier Beef. Das mag ich gar nicht. Beef mag ich gar nicht hier. Weil wir sind alles nur Menschen. Wir sind alles nur Menschen. 45%, 46, 47, 49 gewonnen. Ah, geht doch. Geht doch. Ich kotze. Nein, ich kotze nicht. Mann, Mann, Mann. Und da haben sich eben Leute aufgeregt, weil jemand auf diese Base nur einen Stern gemacht hat, obwohl es eigentlich sichere zwei sind, safe. Selbst mit einer Blimp oder was auch immer, scheißegal. Nur, es ist halt manchmal so, es ist halt manchmal so. Ja? Keiner von uns ist gegen einen Einstern, einen Zweistern oder einen Dreistern gefeilt. Wenn du einen Dreistern holst, dann bist du der Held. Holst du zwei Sterne mit guten Prozenten, bist du in Ordnung. Holst du einen Stern, bist du schon ziemlich lost. Und holst du keinen Stern, bist du fail. Ja? Das kann es eigentlich nicht sein. Wir sind alles normale Casual-Spieler hier und versuchen das Maximale hier rauszuholen für uns jetzt. Und ihr, ich glaube, ihr habt ja auch im vorherigen Stream gesehen, es sind ja einige Zuschauer vom lieben Itsu rübergekommen, dass auch der... dass auch Gott mal fehlt. Muss man ja mal so sagen. Gott fehlt auch. Ich saß ungern, aber ich habe ja selber wieder gelurkt. Aber ist schon krank. Also Itsus Gesang sind nach wie vor für mich Casual Gamer ganz wirr. Also ganz, ganz abseits. Aber er macht das halt auch ganz, ganz anders als ich. Ja? Aber ich glaube, die zwei Sterne hier tun es nochmal ganz gut. Und ich denke mal, Sabra haut auch noch rein. Ja, Sabra haut auch noch rein. Wir haben das 48-48, aber wir lagen sowieso schon prozentual vorne. Trotzdem nervt es mich ein bisschen. Es nervt mich ein bisschen. Und deswegen werden wir so ein bisschen im Clan strukturierter werden. Wir werden es nicht fordern. Also wir werden nicht fordern, dass unsere Clan-Member unbedingt den Discord joinen sollen, weil es gibt im Discord einen bestimmten Bereich Herausforderer und da würden wir gerne die Herausforderer drin haben, also die Member der Herausforderer, damit dort Kommunikation stattfindet. Einfach nur, kann mir mal jemand helfen? Hey Leute, habt ihr mal Bock auf ein bisschen Voice? Ich check eine Base nicht oder auch irgendwas anderes, ja, private Sachen. So nach dem Motto, ich habe da mal ein Problem hier, ich kriege einen Kassenbon nicht gewechselt. Das ist ja auch in Ordnung. Ne? Sabre 43, okay. Trotzdem gewonnen. Naja, okay, ich bin ja hier stehen geblieben bei meinem komischen Dip hier. Und das kommt dann noch dazu, weißt du, da greife ich an heute Abend mit zwei Armeen, die ich noch nie gespielt habe. So ein bisschen zum Farmen gestern in dem vorherigen Stream, aber... dann habe ich sie ausgebildet gehabt, weil ich den ganzen Tag nicht zum Clashen gekommen bin und habe die dann hier live im Stream gemacht. Und sie waren gar nicht mal schlecht. Ich meine, der war echt grottig. Der war wirklich grottig hier. Und der andere war noch viel, viel grottiger. Also okay, dieser ist ja noch dreisternig geworden, aber auch irgendwie schmutzig. Letztendlich ist er egal. Ist egal.
Schmutzige drei sind halt drei. Ne? Ihr müsst das mal so hinnehmen, den Emoji-Chat. Okay. Nach der Aufnahme muss ich auch wieder mal schnupfen. Ja, schnupfen. Auf jeden Fall wollte ich euch nicht ins Wochenende entlassen, ohne dass ich euch ein bisschen Clash of Clans gezeigt habe. Wir werden am Wochenende auch wieder Clash of Clans machen. Ich hoffe, mein Mikro am Mac funktioniert dann. Ansonsten latsche ich in den nächsten Saturn und kaufe mir einfach ein USB-Mikro. Dann habe ich die Schnauze voll von irgendwelchen Interfaces und irgendwelchen Klinke 3,5 Mikrofonen, die an irgendwelchen Interfaces hängen. Dann ist es halt so. Punkt. Aber ich will es halt auch nicht missen, am Wochenende mit euch immer ein bisschen was zu machen. Und ich hoffe, ihr findet das auch ganz nett, dass ich das nach wie vor so einhalte, auch wenn ich nicht zu Hause bin. Wenn ich in meinem neuen Zuhause bin, Leute, dann werden wir... Oh, da sind gerade ganz, ganz viele gestorben da, ne? In den Fallen, okay. Und auch in Gift. Ja, da habe ich echt nur Lack gehabt. Da werden wir sowieso ein bisschen mehr streamen. Weil dann habe ich nicht mehr so den Druck, den ich jetzt habe. Ne? Leute hören mir zu, ich habe eine zu laute Stimme oder ich bin zu spät dran. Das wird sich halt auf jeden Fall ein bisschen ändern. Aber erstmal weg von hier. Ja, ihr könnt ruhig fragen, ich verlasse diese Räumlichkeiten hier irgendwann im nächsten Jahr. Und aber so... So anders werden die gar nicht werden. Das kann ich euch versprechen. Es wird eine schöne Zeit. Es wird eine schöne Zeit. Aber okay, haben wir hier gedippt. Mein zweiter war auch kacke irgendwie, aber... Ah, jetzt müssen wir schon wieder Leute entlassen. Ja, War Results. Ah, gewonnen. Okay. Das ist auch, ich meine, den letzten, wir haben den letzten schon so auf die Fresse gekriegt mit 10 Sternen Unterschied, ne? Ja, 10 Sterne waren das. Deswegen, es muss mal wieder so ein bisschen was aufbauend rein. Und das ist uns damit so ein bisschen wenigstens gelungen. JP, tschüss. Noch einer, da ist doch noch einer nicht gewesen, oder? Oder wollen wir den jetzt nicht kicken? Hallo, Mods. JP ist raus. Was ist mit Mac? Mac ist schon lange da, ne? Oder hat Mac geschrieben, er war auf Rot? Ich weiß es nicht genau. Hatte Mac geschrieben, dass er auf Rot war? Ich meine, beide Angriffe nicht gemacht. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Und auch, dass Mac so gar nichts macht, weißt du? Okay, der war aber auch wirklich nicht da. Das ist jetzt gerade mal so ein bisschen ungewöhnlich. Und Mac ist auch der ist auch viel zu oder täusche nicht da. Ja, Mac ist auch ein cool Leader. Okay, also irgendwas war auf jeden Fall bei Mac, was nicht ganz, ganz kuscher ist. Und deswegen schmeißt man, glaube ich, auch nicht raus. Ich denke mal, da ist irgendwas gewesen. Ich weiß, denken ist nicht glauben. Ja. Kommst du DC, Toto? Ja, ich komme nachher DC. Ich würde erstmal sagen, nur degradieren. Das würde erstmal reichen, ja. Und wenn er eine Erklärung hat und sagt, Leute, tut mir echt leid, ich lag im Krankenhaus, war im Koma, konnte es euch nicht mitteilen, weil ich war schneller im Koma, als ich euch das mitteilen konnte, dann ist das ja durchaus erklärbar. Lass dich unkommentiert, wollte auf die 1 gehen. 11 Leute online. Ja, wir sind viel online hier, das stimmt. Das stimmt wohl. Naja. Trotzdem. Ich meine, diese Leute, die so spät angreifen, die können doch wenigstens sagen, ich greife spät an. Immer dieses Flatter, Flatter, Flatter. Und dafür gibt es einen Discord. Dafür gibt es einen Discord. Da haben wir einen Bereich, der heißt halt Herausforderer. Gucke mal, ob es den wirklich gibt. Der ist rollenbasiert. Das heißt, alle, die dann in Discord reinkommen, aus dem Clan Herausforderer, sollten auch sagen, ich bin der und der und der und der.
Du musst das machen, wir können kein Feeds integrieren. Ja, da mache ich das, hast du recht. Aber mehr erstmal nicht. Wir schmeißen ihn erstmal nicht raus. Wir hören uns das erstmal an, würde ich sagen. Denn eigentlich ist es ungewöhnlich, dass der Mac nicht angreift. Oder auch nicht sagt. Ja. Ich bin mir eigentlich auch schauen wir mal. Ich glaube, dass er ein Problem hat. Als dass er nicht mehr mit uns spielen will. Okay, so, ich könnte ja doch noch schreiben. Doof, da muss ich jetzt doch noch ausbluchen. Egal. Ich hoffe, die Folge zum Wochenende hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren, nicht vergessen. Also, jetzt könnte ich ja meinen Buhler danach machen. Macht's wie der Baba, Leute, und abonniert mich. Ja, danke nochmal an meine vielen, vielen Kanalabonnenten, ne? Das ist mein Portemonnaie, das meine Kanalabonnenten, wa? Und dann lass mal einfach ein Like nach oben da und dann bleibt am Kanal dran. Und wir sehen uns in den Livestreams auch am Wochenende. Bleibt bitte dran. twitch.tv/totoclash. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Euer Toto. Clash.